Das geht aber noch viel lauter. Wir probieren das nochmal. Nazis? Aus! Nazis? Aus! Nazis, Nazis, Nazis? Aus! Aus! Das war doch schon viel besser. So. Servus liebe Leute, ich befinde mich gerade in der Cobra in Solingen, wo heute das Festival Rock gegen Rassismus stattfindet. Gestern erst habe ich die Kollegen von Schmutzki nach Osnabrück begleitet und die wieder ein bisschen geshootet und gefilmt, und heute sind die Jungs auch hier. Warum ich das alles hier eigentlich mache, ist, weil mich der Quink letztens im Büro rausgezogen hat, mir eine Waffe an den Kopf gehalten hat und gesagt hat: Master Jam, du solltest deine Reichweite mal für etwas anderes nutzen, außer lustige Witze zu machen. Und ja, deswegen nehme ich heute an der Aktion UGH, YouTuber gegen Hass, teil. Mit einem Videoblog, denn ein Wissens-YouTuber bin ich nicht. So schlau bin ich leider nicht, dass ich irgendwie welche Fakten darüber erzählen kann. Ich weiß nur, dass rechts scheiße ist, und deswegen bringe ich euch heute hier ein paar Eindrücke von diesem Festival mit. Lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß. Wir wollen euch sagen, dass unsere tiefe Solidarität mit euch ist. Wir stehen auf eurer Seite, wir lassen euch nicht alleine gegen Gewalt, Hetze und Willkür. Refugees, welcome! Läuft schon? Ja. Läuft? Läuft. Hallo. Wer hat den längsten von euch in der Band? Den was? Die Angst wird irgendwie mehr. Ich weiß gar nicht, ob es Hass ist. Ich weiß nicht, Hass ist immer so ein Wort irgendwie. Ob die meisten Leute jetzt wirklich Ausländer hassen? Weiß gar nicht genau. Sie haben halt Angst, dass da jetzt irgendwelche bösen Leute von auswärts kommen und ihnen ihre Jobs wegnehmen und irgendwie sie dann noch ganz viel ärmer sind, als sie jetzt eh schon sind, und alles ganz schrecklich schlimm wird. Die ausländischen Mitbewohner und die Flüchtlinge werden eigentlich für alle Probleme, die zurzeit in diesem Land existieren, verantwortlich gemacht. Also ich glaube, dass es generell immer gleich viel Hass gibt. Die Menschen sind immer gleich unzufrieden. Nur ich finde es beunruhigend, dass es gerade so eine Welle von Menschen gibt, die sich anscheinend sehr einig sind in den angeblichen Gründen und Menschen, die sie hassen, und dadurch halt die Gefahr kommt. Also dass sich da einfach viele Menschen zusammengetan haben. Ja. Rassismus beginnt schon im Alltag, also mit dummen Sprüchen auf dem Schulhof, mit Sprüchen gegen Ausländer am Frühstückstisch. Rassismus hat viele Gesichter. Schwierig so. Also ich glaube immer, so, sobald man damit andere Leute geistig verletzt und natürlich, wenn man sie physisch verletzt sowieso, dann überschreitet man eine Grenze, die man nicht überschreiten darf, und dann ist es Rassismus. Ja. Auch als Gutmensch hat man es nicht so leicht. Der Weg ist noch weit und das Ziel nicht erreicht. Denn irgendwann soll das Dumme und Böse kapitulieren und nur noch Liebe und Frieden in diese Welt regieren. Ich persönlich bin stolz, ein Gutmensch zu sein. Lieber das als ein dummes Nazi-Schwein. Die Meile steht in Flammen, wir tanzen auf der Asche dieser Stadt. Keiner kann uns halten, heute Nacht. Gewalt, die dunkle Seite der Macht. Krieg, Ausbeutung, Armut und Unzufriedenheit. Positive Brutality sind nur zwei. Positive Brutality gegen Hass, vier Worte. Bam! Stop!
Schmutzki auf YouTube aus Solingen. Erste hier, Mal Solingen. Geht's zum Schmutzki. Rock gegen Rassismus. Und ich fülle etwas Bier in den Schmutzki-Kanal. Hier, der ist hier oben. Hier im Bild. Ach, das hast du, meinst du, das klappt.